Willkommen zurück zu Max Mechanized Assault and Exploration. Ja, wir hatten das letzte Mal ja mit Flugzeugen der Hölle zu tun. Heute hoffentlich mit was Sinnvollerem, beziehungsweise etwas, das uns nicht so rein eher in der Tenne tritt. Das war mir ziemlich uncool. Mensch gegen Maschine, an die erinnere ich mich noch. In der 50. Runde. Na, ich weiß ja nicht. Von Griffin war ein grüner Planet. Ich würde gerne Eisenkreuz. Ich glaube, das ist eine von diesen, wie nennen wir die, Baron, dieser Ödnisplanet, dieser Brachlandplanet, der ist ganz nett. Auch mal eine neue Musik, da hätte ich mal Bock drauf. Als erster Kämpfer in Ökos wäre ein Ergebnis von 50 zu erreichen. In der Mitte festgefahren. Ja, logisch. Und von allen Seiten kommen sie dann an, nehme ich mal an. Sie haben eine große Armee, ohne Speer oder Verteidigung. Sie haben einen kompletten Satz Fabriken, aber sie sind nicht an Energie angeschlossen. Sie haben keine Pionierfahrzeuge und nur einen Konstrukteur. Sie haben auch mehrere Ökosphären über dem Kontinent verteilt. Zwei Gegner mit ernsthaft aufgerüsteten Waffen sind an entgegengesetzten Enden der Weltkarte gelandet. Jeder will offensichtlich ihren Teil des Planeten. Sie sind dann in der Mitte. Sie müssen die Eindringlinge aufhalten, bis ihr Konstrukteur eine Energiestation betriebsfähig macht und sie Verstärkungen durchführen können. Oh Mann, das klingt ziemlich übel. Eine reine Verteidigungsmission. Von zwei Gegnern eingekreist. Sehr, sehr nett. Runden oder simultan? Machen wir mal simultan, dass alle gleichzeitig dran sind, wenn ich so ewig warten müssen bei dem Rundenspiel. Ja, ewig nicht, aber vielleicht ist das besser. Beginnen Sie. Ja, ich beginne mal. Und wie beginne ich am besten? Moment, what? Ja. Ja, es ist nichts angeschlossen. Ich habe keine Pioniere. Was genau wird von mir erwartet? Als erster Kämpfer in Ökosphäre ein Ergebnis von 50 zu erreichen. Ich verstehe. Wir haben Material. Ja. Okay, das heißt, ich muss 5 Runden überleben. Transfer abgeschlossen. In Bereitschaft. Okay, keine Scanner, ich sehe momentan nichts. Okay. Sogar mit Bauen. Oh. Sehr spannend. Jetzt mal überlegen. Ich muss überhaupt nicht für Energie sorgen. Was wird von mir verlangt? Hier kommen Einheiten her. Okay. Ich muss also alles einfach nur verbinden. Sehe ich das richtig? Und sobald ich die Sachen verbinde, geht's voran. Ich brauche auf jeden Fall viele Pioniere, dass ich viel machen kann. Genau, und ich muss mehr Fabriken bauen. Kann ich die denn anschließen? Ich kann die hier unten mal grob in die Richtung mich orientieren. In 2 Runden ist das hier fertig. Moment, war die nicht gerade so ein bisschen merkwürdig, die Geschichte? Moment, ich muss doch ein Ökosphärenergebnis erzielen. Das heißt, ich muss die einfach nur anschließen. Und sobald die angeschlossen sind, geht's los. Und ich kann auch einfach hier bauen, oder? Ich kann mich hier nach oben orientieren und kann hier mal versuchen, für Strom oder sowas zu sorgen. Ich bin verwirrt. Wahrscheinlich schießen sie mir die alle der Reihe nach weg. Was heißt, die sind an 2 unterschiedlichen Enden gelandet? Hier oben und da oben, schätze ich mal, oder? Oder auf den Inseln? Nee, dann wäre es zu einfach wahrscheinlich. Ich glaube, einfach wollen die nicht. Also, wir bauen Pioniere. Alle 2 Runden kriege ich einen neuen Pionier. Oder ich verbinde das Ganze jetzt schon mal, mache noch einen Pionier, dann kann ich... Ich kriege ja kein Material. Ich muss die so schnell wie möglich hier unten anschließen. Und hier kommen wir nicht mal ums Eck rum. Da kann ich hier was aufbauen. Das ist aber Quatsch. Hier will ich dann für Strom sorgen. Und Strom ist ja genau das, was ich brauche. Richtig? Ach, ist das alles kompliziert. Eigentlich nicht, aber irgendwie... Bewegung erschöpft.
Das Sinnvollste wäre vielleicht auch zu warten, bis der hier mir eine neue Quelle liefert. Wie sieht es denn studientechnisch aus? Keine Ahnung. Was brächte mir das? Wir können mal auf... Achso, geht gar nicht. Starten. Starten funktioniert nicht. Da kann ich auch nicht sehen, was da ist. Oder was die hier bringen. Muss ich mich dann auf den harten Kern irgendwie fokussieren? Also Energie werde ich ja sowieso irgendwann vermutlich brauchen. Da könnte ich ja eigentlich hier schon mal eine Energiequelle aufbauen. Die ist dann schnell angeschlossen. So nach dem Motto, wir bauen einfach das hier an. Verbinden das dann sinnvoll. Ja, keine Ahnung. So, Einheiten. Erwarte Befehle. Ja, ich schätze mal, mit denen soll ich dann wahrscheinlich nach Süden hin und nach Norden hin so ein bisschen Minen legen, oder? Und die hier schön halbieren. Man sieht halt nichts. Ich könnte mich wirklich auf den Kern konzentrieren. Auf die hier komplett scheißen, sozusagen. Auf gut Deutsch. Hier oben vielleicht nicht unbedingt. Das hier sollte ich vielleicht halten. Und hier ist halt der Kern. Da ist die Forschung. Keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, wo der Feind ist. Das macht es etwas schwieriger. Alle Systeme klar. Ich kann ja mal die Einheiten so ein bisschen verteilen. Aber was genau von mir verlangt wird, keine Ahnung. Ich denke mal so als Bollwerk oder eher als Warnsignal. Sobald da Probleme auftauchen, weiß ich, aha, nicht so gut. Gut, hier oben. Ja, wir fahren einfach mal, soweit es geht, nach Norden, würde ich sagen, oder? Ist das eine intelligente Idee? Keine Ahnung. Und unten haben wir 4, oben haben wir auch. Ja, machen wir es so. Okay, okay. Verteilen wir sie mal so halbwegs sinnig. Dahinter dann die Sturmgeschütze. In zweiter Reihe. Ja, die Idee ist einfach schnell den Strom wieder anzuschließen, beziehungsweise die Kraftwerke. Das wird halt nicht so schnell gehen. Also alle 2 Runden bekomme ich einen neuen dazu, aber ich habe momentan nur ein Kraftwerk. Das hier wäre natürlich am naheliegendsten, wenn ich hier einfach was anschließe. Mehr Rohstoff benötigt. Wie bitte? Wie bitte? Treibstoffgewinn auf 4 gesteigert. Ja gut, das hier... Muss ich das dann sprengen? Einmal Strom? Wie sieht denn das hier aus? Ich bekomme doch mehr, als ich brauche. Eingeschaltet. Achso, ich baue es zu schnell, richtig? Ja, offensichtlich. Würde das denn funktionieren? Ja, jetzt mal bei plus 0. Okay, okay. Dann kann ich das auch wieder... Kann nicht ausgestellt werden, klar, weil jetzt 2 laufen. 4 neue Gebäude. Also wenn ich das hier angeschlossen hätte, hätte ich Forschung. Gold habe ich eh keins, oder? Naja, vielleicht ist hier Gold. Ich gehe mal davon aus, dass da Gold ist. Alle Systeme klar. Bereit. Dann stellen wir die mal weiter runter. Denn die würde ich gerne behalten. Aber wir sind schon gelandet. Bin mal gespannt. Okay, die haben schon ihre Züge gemacht. Früher oder später werden die Gebäude angegriffen werden, nehme ich an. Und das hier würde ich gerne... In Bereitschaft. Genau, da kann ich ja den Norden mal so ein bisschen... Und da geht's los. Platzieren eine Mine. Platzieren noch eine Mine. Und werde ich mich mal hier nach unten vorarbeiten. So eine Minenreihe platzieren. Das heißt, hier unten wird dann der andere auf mich warten. Ja, man sieht leider nicht so richtig, wo man laufen kann und wo nicht. Die werden sich wohl hier durchschlängeln. Und das hier ist eigentlich ja dann schon fast verloren. Alle Systeme klar. Also schnell weiter nach unten, die Panzerchen. Erwarte Befehle. In Bereitschaft. Gut, dass ich nicht auf Ende geklickt habe, da oben versehentlich. Bewegung erschöpft. Ja, du sondierst mal die Gegend und schaust, was du da findest. So, hier hätten wir auch wieder Energie. Könnten das also oben anschließen, aber... Hier könnte man einen Scanner bauen. Hier hätte ich ein Radar bauen können. Das wäre vielleicht... einen Späher. Das wäre vielleicht die sinnvollere Variante gewesen, oder? Ähm,
Ne, ist schon okay. Wir bauen erstmal einen. In zwei Runden ist er fertig. Lege Minen. Glaube ich nicht. Alle Systeme klar. So, der hat den alle gemacht. Einheit wird angegriffen. Ja, natürlich. Okay, der ist schon mal weg. Also die eine Mine hat mir gerade den Hintern gerettet. Das ist doch ganz nett. In Bereitschaft. Sie sind oben und unten schon vertreten. Das ist schlecht. Wie wäre es denn, wenn alle wir Systeme mal grob in die Richtung fahren? In Bereitschaft. Alle Systeme klar. Der kann hier unten mal aushelfen, spaßhalber. Bereit. Das hier spare ich mir aber mal. Erwarte Befehle. Ich kann nichts machen. Ich muss echt abwarten, bis hier irgendwer einen Fehler macht von mir aus. Die... Ja, das dauert noch einen Moment, aber die werden auf jeden Fall hier anrücken. Und wahrscheinlich auch zahlreich. In Bereitschaft. Deswegen... Vielleicht mal einen Hauch zurückziehen. Erwarte Befehle. Sobald ich es ausgemacht habe, kann ich ja vorstürmen. In Bereitschaft. Ja, oder ich ziehe mich weiter zurück und... Opfer die Geschichten hier erstmal und konzentriere mich auf den Kern. Dann schießen sie hier so ein bisschen wund. Meine Panzerchen überleben aber. Oder wenn sie hier angreifen, kann ich davon unter vorstoßen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Sollen wir das machen? Oder lasse ich sie erstmal hier stehen? Die werden jetzt hier angreifen. Vielleicht auch mittig. Das wäre dann wiederum nicht so gut. Eigentlich sollte ich ein Panzerchen mal hier hochfahren. Nur für den Fall, so als Abschreckung vielleicht. In Bereitschaft. Und auch der hier bekommt mal ein bisschen Geleitschutz oder was auch immer. Mehr ist nicht. Flugzeuge wären natürlich super, wenn ich die hätte. Wenn der fertig wäre, vielleicht das hier erstmal anschließen. Dass man dann direkt ein Flugzeug... Ah, gut, die dauern halt ewig. Aber so ein Bomber würde mir wahrscheinlich schon den Hintern retten. Wenn ich das Material dazu hätte. Wenn ich es schön langsam machen, schön langsam bauen, 10 Runden. Oder 12 pro Runde, das ist auf jeden Fall auch machbar. Dann dauert es halt 5 Runden, dann hätte ich meinen Bomber. Und sobald ich sie irgendwo, ja, eine Airbag wäre natürlich noch sinnvoller. Die ist schnell gebaut. 224. Einfach mit Airbags arbeiten, oder? Was haben die für eine Reichweite, für eine Sichtweite? 12er scannen. Hier. 3er-Scan? Nein. 9er-Scan. Aber ist natürlich ruckzuck fertig und kostet nichts. Nee, nee, mach du mal bitte weiter. Wieso 2 Runden? Eine Runde, genau, ich dachte schon. Bewegung erschöpft. Bewegung erschöpft. Vielleicht muss ich passiver spielen. Vielleicht. Einheit bereit. Okay, jetzt werden sie wieder... Oh ja, sie haben Panzer am Start. Erwarte Befehle. Okay. Status. Dass das fallen wird, war ja eigentlich abzusehen. Das ist jetzt nicht unbedingt so interessant. Neues Pionierfahrzeug zur Verfügung. Ja, machen wir das? Machen wir das oder machen wir das nicht? 2 Runden. Einheit. Wir sitzen hier aus. Erwarte Befehle. Alle Systeme. Nimm doch mal 2 Transfer für eine Kopplung. Alle Systeme klar. Und du baust mal einen Speer. Das bringt momentan plus 0. Okay, es dauert 3 Runden. In 3 Runden hätten wir den ersten Speer, den könnten wir dann direkt hier hinsetzen. Und die haben schwer gepanzerte, besser Angriff und schneller sind sie auch. Alle Einheiten. Klar. Ach Gottchen. Erwarte Befehle. Okay. Erwarte Befehle. Ja, da ist einiges. Befehle. Da ist noch einiges an Einheiten. Bereit. Den könnte ich zweimal Schaden machen, dann ist einer so gut wie weg. Alle Systeme klar. Könnte ich machen. Machen wir das? Erwarte Befehle. Moment, der kann sich... Wenn ich nach unten fahre, kann er nochmal schießen, ne? Dann hat er 3 Felder sich bewegt.
Der könnte hier auch nochmal zuschlagen. Erwarte Befehle. Okay, dann haben wir einen ausgeschaltet. Der wird wahrscheinlich nicht viel machen, ne? Ne, natürlich nicht. Alle Systeme klar. Lege Minen. Dann legst du auch mal Minen. Oh Mann. Dann wird hier oben wahrscheinlich auch ein netter Empfang vorbereitet werden. In Bereitschaft. Die opfer ich auf jeden Fall. Ne, ich muss mich zurückziehen. Das hat so keinen Zweck. Okay. Vor allem, weil die wahrscheinlich gut reinhauen werden, die Gegner. Zumindest mal. Ne, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Vielleicht uns mal auf den Süden konzentrieren zuallererst. In etwa so. Wo? Ja, das war klar. Jetzt ziehe ich einen zurück, jetzt kommen sie. Und jetzt könnte ich quasi... Jetzt könnte ich sie wieder angehen, aber ich lasse die da oben mal ein bisschen wüten. Bewegung erschöpft. Und wieso der hier so einen Quatsch macht, weiß ich auch nicht. Zwei Runden dauert das noch. Zwei Runden haben wir auch den ersten Späher, dann können wir noch mehr Bewegung sehen. Erschöpft. Wir müssen so querfeld ein, wäre es natürlich nett. Dann könnte ich die hier so ein bisschen nerven. Bereit. Okay, und die Panzerchen... Die Sturmgeschütze bleiben hier, Bewegung, die Panzer Bewegung, bleiben dort. Die werden sich dann gleich schnappen in der nächsten Runde. Können die auch gut bearbeiten, denke ich mal. So, jetzt können wir zumindest mal so ein bisschen Stärke präsentieren. Aber ob es interessiert, ist halt auch die Frage, ne? So, jetzt sind wir zumindest so nah dran, wie es geht im Süden. In Bereitschaft. Bewegung aufgespürt. Wir werden okay. Das sind aber irgendwelche Kinderspäher. Das dauert eine ganze Weile, bis es weg ist, aber die Armee rückt wahrscheinlich dahinter an. Hoffentlich nimmt die was mit. Wie sieht es mit Scan aus? Ich sehe es zumindest, wenn sie vorbeifahren, okay. Ja, wahrscheinlich. Ne, die kann ich alle vergessen, die Sachen. Ich muss mich auf den Kern hier konzentrieren. Das muss erstmal stehen, sonst war es das. Mehr kann ich nicht machen. Wir hoffen und beten, dass wir hier nicht den Level abgeben. Bewegung erschöpft. Ich werde auch direkt hier runterfahren, genau. Beginn. Feind feuert auf Einheit. Shit. Wir werden angegriffen. Ist das so? Okay, nächste Runde haben wir eine Energiestation. Ich könnte auch ein Radar bauen, das dauert 5 Runden. Okay, das funktioniert zumindest mal. Hoffentlich. Oh Mann, da kommt einiges. Okay. Feind entdeckt. Bereit. Den darf ich jetzt nicht arbeiten, sonst mache ich meine eigene Minen weg. Das wäre schlecht. Bereit. Ich kann einmal schießen, mich dann zurückziehen. Das ist eigentlich ganz günstig momentan. Alle anknabbern und lieber einen wegmachen. Lieber einen weghauen, ne? Den hat schon geschossen. Der oben kann nochmal. Die haben alle schon geschossen. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich vernichtet werden. Die oben stehen noch gut. Ich wünschte nur, ich würde hier unten was sehen. Alle Systeme klar. So, ich kann jetzt Folgendes machen. Nein, ich kann nichts machen. Und wir bekommen hier nicht sonderlich viel, ne? Ne, 9er Schritten. Das ist gleich angeschlossen, dann könnte ich hier anfangen zu bauen. 9, dann immer 16. Ah, dann könnte ich es in 3 Runden bauen. Also in 4 Runden hätte ich eine Airwag parat. Aber lebe ich bis dahin noch? Weil die haben ja Angst vor... Vor Scan-Reichweiten. Alle Systeme klar. Vielleicht auch mal einen Schritt zurück. In dem Bereich, ach Gott, ich wünschte, ich würde hier zumindest ein bisschen was sehen.
Wenn sie hier weiter hochfahren, ist natürlich super. Aber ich würde gerne hier links so tun, als ob ich total viel habe. Ich stell die mal weiter nach links. In Bereitschaft. Ja, wenn der feuert, wie gesagt, dann ist Feierabend. Schießt ja nur die eigenen Minen ab. Ich möchte sie gerne nach oben rechts locken. Und dann fahren sie durch den Minengürtel hier durch. Alle Systeme klar. Okay, gehen wir Status davon aus, dass das hier fertig ist. Erwarte Befehle. Panzer können wir trotzdem nochmal hier bunkern, oder? Erwarte Befehle. Alle brauchen wir da unten ja nicht unbedingt. Bereit. Wenn die hier mitspielen würden, wäre das allerdings ein Traum. Okay. Erwarte Befehle. In Bereitschaft. So in etwa. Bewegung erschöpft. Also wenn sie jetzt rankommen, kriegen sie zumindest auch von dem Raketenschlepper ein bisschen was drauf. Und die wirken Erwarte Befehle. Ja, fast so gut wie, wie ein Sturmgeschütz. Bereit. Ich weiß es nicht. Das war nicht so clever, die weiter wegzustellen, oder? Bloß sie sollen halt auf die Panzer gehen. Die können einiges aushalten, gehen aus Bollwerk und dann schießen wir von hinten drauf. Und der kann nicht mehr viel machen. Aber ich könnte ihn schon mal grob in die Richtung stellen. Sollen wir was bauen? Ich würde schon sagen, oder? Aber ganz nutzlos soll er nicht rumstehen. Transfer abgeschlossen. Bewegung erschöpft. Ah, das war nicht so clever. Ich bekomme jetzt gleich einen Scan hier unten. Ja, selbstverfreilich. Nächste Runde sehe ich zumindest mal was. So, schön. Schön mehr Sicht. Oben die. Ja, perfekt. Perfetta. Der hat mir einen Panzer weggeschossen, aber jetzt haben sie Angst, weil. Weil wir das sehen. Gut. Damit haben wir eine Energiestation. Was ist das sinnvoller? Ein Bomber wäre natürlich das Nonplusultra, aber mit Scan haben wir gesehen, lassen sich auch ganz gut aus der Fasson bringen. Jetzt wollen wir mal die schon in der Hinterhand haben. 12 pro Runde. Mehr Energie benötigt. Moment. Plus 0, minus 14. Nehmen wir das nächste Runde. Nächste Runde ist Ruhe. Würde das denn so funktionieren? Plus 0, minus 5. Nein, das halten wir nicht lange durch. Sei denn, ich warte hier auf eine Einheit in 3 Runden. Wir haben 14, haben wir gebunkert. Aber kein Material, das ist echt nicht so günstig. Erwarte Befehle. So, die Frage ist, lassen die jetzt ab? Kann ich die ein bisschen zurückdrängen? Wie verhält sich das mit denen? Wie weit ist denn dein Scan? Befehle. Da hat sich also keiner vorbeigeschlichen. Das ist schon mal ganz vernünftig. Den. Bereit. Ich lasse die Panzer einfach stehen, oder? Ich fahre einfach nur vor. Und schnappen wir einfach mal eins nach dem anderen hier. Darf wieder mal antanzen. Und dann einmal draufbolzen. Okay. Feind entdeckt. Feind entdeckt. Erwarte Befehle. Das ist schon mal ordentlich. Das Ding muss weg, weil dann ziehen sie sich komplett zurück. Aber das kriegen wir nicht hin. Erwarte Befehle. Tja, da stehst du ungünstig, mein Junge. Gut, dass ich den dahingestellt habe. Gut. Heißt. Bombe hat ausgedient. Neuer Plan. Wir bauen einen Späher. 2 Runden. Jetzt sind wir bei minus 2. Das kommt auf jeden Fall hin. Minus 2, ja, das kriegen wir hin. Dann darfst du mal mitspielen. Transfer abgeschlossen. Erwarte Befehle. Du darfst eine Kopplung bauen, dass wir die unten angeschlossen bekommen, die Kollegen. Dann bräuchten wir unten jetzt eigentlich auch nicht mehr so viel. Bewegung erschöpft. Alle Systeme klar.
Dann eigentlich Kommando zurück. Ne? Die werden jetzt hier eingreifen. Haben sie schon. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle in Bereitschaft. Können halt nicht mehr so weit fahren. Erwarte Befehle. Reichweite stimmt, aber die Kanonen, das ist in Ordnung. Erwarte Befehle. In Bereitschaft. Okay. Ja, die lasse ich mal als Bollwerk noch stehen. Vielleicht, wenn sie hier oben festfressen, dann kann ich ein bisschen von Osten her angreifen. Ja, da werden die anderen kommen, die Dicken. Bereit. Die dicken Jungs werden da noch aufwarten. Und uns einen Besuch abstatten, schätze ich mal. Dann vielleicht hinter dem Gebäude, hinter den Gebäuden aufbauen. Bewegung erschöpft. Okay. Späher sind wir dann das Allerwichtigste. Bewegung erschöpft. Hier unten haben wir ja ein bisschen Angst gemacht. Wenn die jetzt wieder zurück kommen würden. Erwarte Befehle. Befehle. Vielleicht doch jetzt im Norden ein bisschen aushelfen. Bereit. Wir brauchen ja eigentlich nur Sicht. Das ist das Einzige, was momentan wirklich zählt. Weil die kriegen wir ja weg. Die sind so das Problem nicht. Ich kann es ja mal speichern. Als, was waren das? Mission 6, oder? Ich glaube schon. Spiel. Gesichert. In der Mitte gefangen oder sowas eingekesselt, wie auch immer die Mission nochmal hieß. Hier könnte man. Was könnte man hier machen? Ja, gar nichts. Der wartet erstmal ab, genau. Stehen wir mitten rein. Bereit. So, in zwei Runden geht's los. Bewegung die unten werden sich nochmal gleich vom Acker machen. Das ist aber ganz günstig. Hoffentlich fahren sie ein bisschen weg. Die werden, meine ich nicht, oder ich hoffe mal, dass sie nicht angreifen werden, großartig. Beginnen Sie. Genau, die, weil ich sie sehe, haben sie jetzt Angst und fahren weg. Sehr schön. Also mit Raketenwerfer kommen sie und irgendwas habe ich vernichtet. Okay. Soviel zum Thema. Bereit. Alle Systeme klar. So viel zum Thema. Bereit. Wenn wir einen ausschalten können, reicht das ja schon. Erwarte Befehle. In Bereitschaft. Mhm. Feind aufgespürt. Feind der Scanner. Wo ist die Sau? Da war sie. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Perfekt ist das sogar. Greife an. Erwarte Befehle. Greife den Feind. Alle Systeme klar. Der überlebt zwar, aber. Bereit. Der Kollege da drüben. Bereit. Wenn der weg ist, dann sehen die nicht mehr so viel. In Bereitschaft. Alle Systeme klar. Da ist er. Erwarte Befehle. Alle Systeme klar. Mist. Ja, der Plan war eigentlich, dass ich mich jetzt so ein bisschen. Alle Systeme klar. Nach Norden orientiere, aber scheinbar wollen die es echt wissen. Wann ist denn der fertig? In einer Runde. Ach so, ja gut, dann. Bereit. In Bereitschaft. Reicht das noch? Okay, jetzt haben sie ein Panzerchen. Mit dem können sie nicht viel machen. Vielleicht ziehen sie sich wieder zurück. Das hoffe ich zumindest. Ich komme auf jeden Fall mit nichts Krassem. Andererseits, wenn ich jetzt mit dem hochfahren würde. Okay, wir bleiben hier unten. Der kann sich mal schön vom Acker machen. Ach, die haben noch einen Scanner. Mist, wie. So viel zum Thema. Das war also eine dumme Idee. Hätte ich mal lieber auf den losgehen können. Sollen. Erwarte Befehle. Gut, dann ziehen wir uns ein bisschen zurück. In Bereitschaft. Der wird sich immer ein bisschen nach Westen orientieren. Am besten mal beide, oder? Na, nee, wenn er stehen bleibt, lieber wieder zurück. Bereit. So in etwa. Jetzt haben sie beide im Schussfeld. Bewegung erschöpft. Der würde sie anknüpfen, bringt halt nicht so viel. Wobei, wenn ich die Energie an... Das hier muss als nächstes gemacht werden. Aber nächste Runde haben wir einen Speer. Der kommt dann hier raus und fährt dann nach Norden. Bereit. Soll heißen, wir haben oben gleich Sicht in der nächsten Runde. Alle Systeme klar. So ein bisschen zumindest. Erwarte Befehle. So, oben muss man dann einfach mit Panzern arbeiten. Bereit. Wer weiß, was hier schon Bereit. Alles steht.
werden wahrscheinlich auf das Gebäude losgehen gleich. Ich bleib mal bei der Taktik. Lass sie jetzt einfach mal stehen. Ich hoffe mal, dass da nicht viel kommt nächste Runde. Erwarte Befehle. Der könnte... Moment, wie weit könnte der denn fahren? Acht Felder. Acht Felder. Wir müssten 1, 2, 3, 4, 5 Felder runter und dann nochmal 2 runter. Hier haben wir dann gleich die Reichweite und die Sichtweite. Da können wir mit arbeiten. Hier haben wir 3 Kanonen. Das kriegen die auf jeden Fall weg. So viel kommt er da hoffentlich nicht mehr. Ich bin jetzt mal krass und fahre mit dem Geschütz ziemlich weit vor. Vielleicht nicht ganz so weit, oder? Doch. Okay. Nächste Runde. Neues, hoffentlich Glück. Kann ich mich gut gebrauchen. So, und hier da oben dann schnell, wenn er fertig ist, nach Norden orientieren. Dann hier irgendwo hinsetzen. Na? Ja, das war klar. Panzer hat meinen zerstört. Jo, mei. So, die werden jetzt ein bisschen nerven. Ach ja. Das war nicht so gut. Bin ich in die Reichweite reingefahren. Erwarte Befehle. Bereit. Okay, der wird sich ja sowieso jetzt gleich bewegen müssen. Deswegen eins vor. Feindlichen Speer. Das ist schon mal. Das ist schon mal ein Anfang. Bereit. Gut, hier oben ist einer, da ist einer. Bewegung erschöpft. Der kann nicht mehr. Könnten wir so grob in die Richtung. Hier kommen sie wahrscheinlich mit Raketen von da oben. Raketen und Speer. Und unten sind es die... Oh, die Panzer. Reich. Kritisch. Wieso kann der... Ach, die hat sich schon gewehrt. Ja, das ist eine Sache, die nervt. Bereit. Die soll denn nicht das einfach so... Bereit. ...selbst entscheiden. In Bereitschaft. Alles ist dir klar. Bereit. Der ist aber weg, oder? Ja, der Status. Leider auch. In Bereitschaft. Den hat er angeschossen. War ganz okay. So, der wird von denen vernichtet werden. Dann schnell mal zurückziehen. Bereit. Am besten schön flach arbeiten, dass sie hoffentlich hier in die Minen fahren. Befehle. So vielleicht. Erwarte Locken Befehle. Wir es ein bisschen an. Bewegung erschöpft. In Bereitschaft. Der kann nicht mehr viel. Hat ihm direkt die Basis unter mir. Okay. Also noch? Spiel gesichert. Leider verlustreich die Schlacht Bewegung momentan, erschöpft. Aber... Alle Systeme klar. Kriegen wir schon Alle hin. Systeme klar. Der hier zum Beispiel. Bewegung erschöpft. Der kann leider nicht mehr. Bereit. Erwarte Befehle. Davor fahren ist jetzt auch eine ziemlich dumme Idee. Die werden den auf jeden Bewegung Fall erschöpft. Sich schnappen. Nächste Runde. Bewegung erschöpft. Der kann nicht mehr. Bereit. Panzer vor. Noch ein Tor wäre eine Idee. Drei Felder, dann kann er höchstens, wenigstens Befehle. Schießen. Aber er sieht nichts. In Bereitschaft. Der sieht auch nichts, verdammt. Bewegung, alle Systeme klar. Bewegung erschöpft. Nicht so leicht. Klar. Der wird auf jeden Fall schießen. Ich stell den mal dahinter. Großartige Idee. Scheißdreck. Bewegung erschöpft. Wieso habe ich den nicht gesehen? Weil er genau hier... Wieso steht der denn hier? Bewegung in Bereitschaft. Oh Mann, das war nicht gut. Bewegung erschöpft. Dann haben die hier irgendwo Raketen. Äffchen. In Bereitschaft. Okay, dann muss ich den Panzern überrollen. Bereit. Verdammt. Bereit.